Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag. Heute ist der 16. Juli, also ein Samstag. Wir haben gerade 10.44 Uhr und ich habe schon gefrühstückt, mich fertig gemacht und jetzt geht's erstmal los, den Vlog von gestern zu schneiden. Außerdem möchte ich heute gerne noch, wenn ich das schaffe, ein weiteres Video aufnehmen. Ich muss mir endlich das Windows Phone Review rausbringen. Das habe ich jetzt schon so lange, das Windows Phone, und langsam wird es mal echt Zeit, da die Review für fertig zu machen. Aber wie gesagt, zuerst mal ist der Vlog von gestern dran. Den habe ich ja gestern aufgeschoben, weil ich echt so müde war. Und ich bin mal echt gespannt. Ich habe da ja mit mehreren Kameras gefilmt, unter anderem mit der GoPro und mit der großen Kamera hier. Dann werde ich mal schauen, was sich da zusammenschneiden lässt. Gerade mit den Drohnenaufnahmen habe ich mir noch welche besorgt. Und dann schneide ich den jetzt mal. Ich werde das Ganze vielleicht in einer kleinen Timelapse für euch machen, damit ihr das einfach mal seht, wie so ein Vlogschnitt bei mir aussieht. Also, bis gleich. Ich habe gerade mal kontrolliert. Leider hat anscheinend diese Actioncam hier ein Problem mit 64 GB SD-Karten. Und ich benutze nur 64 GB SD-Karten, weil die Kamera hier halt 4K aufnimmt. Und da macht es bei einer 32 GB SD-Karte überhaupt keinen Sinn, erst den Aufnahmeknopf zu drücken quasi. Und deswegen, die erkennt diese Karten nicht, tut aber so, als wenn eine eingelegt wäre. Das heißt, die nimmt dann auf, aber das Material, was sie aufnimmt, wird einfach quasi verworfen. Der kann also die Karte nicht lesen. Und von daher sind jetzt alle Aufnahmen, die ich damit gemacht habe, leider einfach weg. Ich kann die auch nicht zurückholen oder so, die sind einfach nicht gespeichert worden. Finde ich ziemlich scheiße, aber kann man jetzt nichts machen. Also werden jetzt die Timelapse-Aufnahmen von den Gartenarbeiten fehlen, die ich gemacht habe, und außerdem von den Drohnenaufnahmen. Da habe ich nämlich zwei oder drei Timelapse auf jeden Fall aufgenommen. Die sind jetzt auch weg. Aber dann wisst ihr jetzt zumindest, warum die nicht da sind, obwohl ich die theoretisch sogar aufgenommen habe. Aber ihr habt ja dann das ganz andere Material. Ich hatte zum Glück noch ein bisschen was mit der Kamera gefilmt. Problem war, dass der Akku fast leer war und deswegen habe ich so gut wie nichts gefilmt, damit die eben nicht ausgeht. Und ja, kann man jetzt nichts machen, aber dann werde ich jetzt trotzdem mal eben das Video schneiden, auch ohne diese Videoaufnahmen. Jetzt das Video aber schon fertig geschnitten. Ich zeige euch das mal eben. So sieht es aus. Ich benenne das jetzt noch eben richtig. Und dann lade ich das gleich hoch. So, Video mittlerweile im Upload. Und beziehungsweise ist schon hochgeladen. Ich zeige euch das mal eben. Da ist das Video zu sehen. Gerade hochgeladen. Ich werde da jetzt noch ein bisschen was bearbeiten mit dem Thumbnail und so, dann ist das Ganze hier auch beendet. Außerdem werde ich jetzt ein kleines Video aufnehmen, und zwar wie ihr Schuh bzw. Airschuh auf eurem iPhone installieren könnt. iPhone ist hier. Das Ganze wird dann professionell per USB hier angeschlossen. So. Und dann kann ich das Ganze auch sehr professionell mit QuickTime aufnehmen. Da meldet sich natürlich iTunes erstmal zu Wort. So, tschüss. Und dann haben wir hier auch QuickTime am Start. Dem sage ich jetzt, dass ich eine Videoaufnahme machen will. Und zwar von meinem, nicht von mir selbst. Da seht ihr euch selber. Sondern ich möchte das Ganze gerne von meinem Handy. Was lustigerweise schon, bevor es Pokémon Go hieß, gab. Also bevor es Pokémon Go überhaupt gab, hieß mein iPhone schon lustigerweise Pokémon. Deswegen switchen wir mal und, na, nicht iTunes. Tschüss, da. Sieht man schon den Bildschirm meines iPhones. Und damit würde ich sagen, switche ich einfach mal die SD-Karten. Ach so, diese SD-Karte. So. Switche ich einfach mal die SD-Karten und
damit ich damit nicht durcheinander komme mit Vlog und normalen Videos. Sehen wir uns danach wieder. Bis gleich. Video fertig. Hier seht ihr noch die Überbleibsel des Videos. Hier ein Standbild von meinem QuickTime, wo mir gerade einfällt, dass ich das auch noch dringend speichern sollte vielleicht. Und das war's dann im Prinzip von so einem Videodreh. Ziemlich simpel. Video findet ihr unten in der Beschreibung auf meinem Hauptkanal, der da immer verlinkt ist. Ich füge jetzt einfach mal das Ganze zu E-Mails hinzu und verschicke das gleich an mich. Hier seht ihr noch die letzte Aufnahme, die ich damit gemacht habe, die man auch im Video dann sehen kann. Und meine aufgebaute Softbox. Ich stelle die jetzt manchmal auch seitlich hin. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus, wenn die so seitlich steht, weil das so ein, nicht so ein, ja, hochkantes Licht macht ja bei mir eigentlich wenig Sinn. Ich hätte gern so eine Fläche und mein ganzes Gesicht von da bis da beleuchtet. Und da finde ich, macht die Softbox schon einen riesen Unterschied. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich noch eine zweite hinstellen, weil hier dieses Riesenfenster ist und da eben keins. Da macht es dann doch Sinn, von der anderen Seite noch eine Beleuchtung zu haben. Dann stelle ich hier noch eine Softbox hin. So, und dann habe ich im Prinzip drei Beleuchtungen. Einmal von da mit der Softbox und hier oben die Softbox. Das ist ja quasi so das optimale Licht, was man haben sollte, was so perfekt zum Drehen ist. Und ja, dann schauen wir da mal weiter. Jetzt werde ich erstmal die ganzen Clips zusammenholen. Das ist jetzt momentan ziemlich einfach. Früher hatte ich halt noch ein zweites Mikrofon, das Rode NT1A, was ich hier habe, und habe das noch benutzt. Jetzt habe ich hier oben auf der Kamera einfach das Rode VideoMic Pro. Damit ist das Ganze viel, viel einfacher geworden, weil ich einfach drehe. Clips sind schon fertig, mit Audio perfekt, und dann brauche ich jetzt in dem Fall nur noch die QuickTime-Aufnahme zu nehmen, die mit in das Video zu integrieren, und das war's dann auch schon. So einfach sind jetzt meine Videos geworden mit dem richtigen Equipment. Früher war das Ganze wesentlich komplizierter. Ich muss mich jetzt nur noch mal ein bisschen mit der Color Correction auseinandersetzen, weil die Kamera doch ein wenig andere Farbwerte hat. Gut, ich importiere jetzt alle Dateien und dann sehen wir uns danach wieder. Ganz kurze Pause. Bevor ich anfange, die Projekte zu importieren, was richtig krass ist. Mein Kanal wurde vor 2 Tagen oder so erst erstellt. Und trotzdem hat es jemand echt geschafft, den schon zu finden. Hier seht ihr den Kommentar, den er geschrieben hat. Vor 36 Minuten. Habe ich gerade zufällig gesehen. Finde ich richtig cool. Deswegen zeige ich auch mal kurz seinen Kanal. Ich weiß, bringt ihm jetzt nicht so viel. Aber ich finde es sehr, sehr witzig, dass er meinen Kanal schon gefunden hat, obwohl der eben gerade erst erstellt wurde. Und ja, deswegen, diesen Kommentar werde ich auf jeden Fall genehmigen, obwohl er da auf sich selbst aufmerksam gemacht hat. Gehe nochmal hier wieder auf den Trailer. Da ist das Video, hier sieht man auch schon die ersten Aufrufe. Finde ich ziemlich cool. An der Stelle wollte ich nur mal anmerken, die erste Person quasi, die diesen Kanal gefunden hat, weil ich den Kanal eben nicht bewerbe. Kennt ihr das? Ein Paket kommt viel zu früh an. Gut, ich auch nicht, aber lustigerweise ist gerade dieser iPhone-Bildschirm angekommen. Ich denke mal, das ist hier der richtige. Hätte ich echt nicht erwartet. Ihr habt ja das Video gesehen, wo ich den auseinandergebaut habe. An dem Abend habe ich das noch bestellt und das ist jetzt schon da. Es sollte eigentlich Montag bis Dienstag ankommen. Ich stelle euch mal kurz auf ein Stativ. Also das Ganze sollte eigentlich Montag bis Dienstag ankommen und ich war schon gerade verwundert, als der Postbote geklingelt hat, weil ich eben nichts bestellt hatte. Und dann habe ich das Paket hier aufgemacht, habt ihr es gesehen hier, Empire Fix, und dachte, okay, wird wohl der Display sein, aber viel zu früh. Aber ist ja auch nicht schlimm, dann weiß ich jetzt, was ich machen werde. Bevor ich das Video also schneide, dann werde ich jetzt erstmal diesen Bildschirm hier in das iPhone einbauen und mal gucken, ob das Ganze funktioniert. War hier extra ein etwas teurerer, der aber theoretisch schon komplett vormontiert ist, wie man hier sehen kann. So, Display ist eingebaut. Hier könnt ihr das Ganze sehen. Scheint auch total gut zu funktionieren bisher. Allerdings weiß ich nicht, ob Touch-ID funktioniert, weil das Handy eben aus war, weil der Akku leer war. Und wenn ich hier drauf tippe, passiert halt eben nichts. Das kann jetzt daran liegen, dass Touch-ID einfach ausgeschaltet ist oder eben, dass der Code eingegeben werden muss nach dem Neustart. Oder eben auch, dass Touch-ID nicht funktioniert. Ich muss mal eben den Code herausfinden von dem iPhone und dann probieren wir das einfach mal aus. Ich konnte leider keinen erreichen, also werde ich jetzt erstmal
weiter das Video schneiden. Video fertig. Video wird gerade nämlich gerendert. Brauche jetzt hier einen kleinen Moment, und zwar genau 13 Minuten, 14 Minuten. Ja, brauche noch ein paar Minuten auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns das MacBook. Entspannen ein bisschen. Jetzt aber. Auf mit dem MacBook. Nach unten in die Küche. Ich gehe mal was trinken und was essen. Essen fertig. Und dann würde ich sagen, gleich muss ich noch mal weg. Noch ein bisschen was einkaufen. Und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Jetzt kann ich mal eben gucken, ob das Video fertig gerendert ist. Tja, leider ein kleiner Schnittfehler im Video. Deswegen würde ich sagen, muss das Video jetzt ersetzt werden. Ich habe das Ganze schon korrigiert. So, und das Video wird neu gerendert. Das Ganze braucht jetzt wieder mal 30 Minuten. So, jetzt mache ich mich erstmal kurz auf den Weg und gehe eine Runde einkaufen. Bis gleich. Das Einkaufen wurde abgebrochen. Ich bin wieder zurück. Es gibt Essen. Aufgegessen. Was ich noch vergessen habe, ist, ich muss noch eben kurz meinen Akku anstecken, weil ich heute Abend weggehe. Und ich nehme euch mit, aber diesmal wieder in Form von der Actionkamera. Ich habe jetzt diesmal eine 32 GB SD-Karte reingetan und habe die auch mit beim Einkaufen gehabt. Scheint zu funktionieren. Auch Anker, aber leider zu groß. Anker, perfekte Größe. Drei von drei. Sieht schon mal sehr gut aus. Aber wir haben 18.51 Uhr. In circa einer Stunde gehe ich los und so lange werde ich mal gucken, wie viel ich da noch reinpacken kann. Außerdem stecke ich die Kamera mal an den Ladestecker. Nur zur Sicherheit. Damit auch die gleich komplett vollgeladen ist. Okay, ich gebe es zu, ich konnte es nicht lassen. Nochmal Nachschub. Aufgegessen, würde ich mal sagen. Zusammenbau, Zusammenfassung, totaler Fail. Ich habe jetzt hier dieses Ding schon dreimal auseinander und wieder zusammengebaut. Es funktioniert einfach irgendwie nicht. Ich vergesse immer irgendwelche Konnektoren und so. Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt einfach für heute. Habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Denn ich muss jetzt auch langsam mal los, mich fertig machen und dann gehen wir feiern. Aber ich nehme euch nicht mit der großen Kamera mit, wie gesagt, sondern da hinten lädt noch die kleine Actioncam und mein Handy. Der Akku ist mittlerweile voll. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal fertig und dann nehme ich euch mit. Bis gleich. Let's go. So, ich bin wieder zurück. Habt ihr ja wahrscheinlich schon an den Aufnahmen gesehen. Video schneide ich morgen. Ich gehe jetzt pennen. Und was ich noch sagen wollte, ich habe da nicht so viel gefilmt, weil wir eben nicht feiern gegangen sind, sondern wir waren Billard spielen, was ich super langweilig finde. Das, wenn ich was langweilig finde, habe ich da auch keinen Bock, die Kamera großartig rauszuziehen. Ja, deswegen habt ihr nur ein bisschen was vom Hin- und vom Rückweg gesehen.
Jetzt gehe ich erstmal pennen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.